Ich habe gestern 9 Adventskalender bekommen vom Jahr 2022, was der normalerweise gekostet hätte oder kosten würde, weil dieses Jahr gibt es den bestimmt auch wieder, blende ich euch jetzt ein. Und was ich dafür bezahlt habe, ja, ich lasse mich da jetzt mal echt überraschen. Ich mache jetzt Türchen 1 mal auf. Okay, was ist das denn? Ach, wie süß. Männersache. Whisky, Cola. Ich werde jetzt mal, um das Video ein bisschen kürzer zu machen als die letzten, das alles auspacken. Und dann gucken wir uns die einzelnen Schätze nochmal genau an. Niederegger, Lübeck. Aber auch da steht nichts dran. Ich mache jetzt mal eins auf. Also keine Ahnung, was mich hier erwartet. Die sind jetzt auch nicht so super geschleckt eingepackt, sondern das sieht eher aus wie so handgemacht eingepackt. Kann natürlich nicht sein, weil ich nehme mal an, dass Niederegger auch automatisiert verpackt, aber es wirkt wie einzeln von Hand eingepackt. Ein dicker Schokostern. Ah, hier ist der Marzipan drin. Geil. Mmh. Mhm. Oh, der ist wirklich, wirklich lecker. Und der ist saftig. Der ist wirklich richtig fein. Ich habe immer noch. Und im Niederegger schwarz drin. Ist da ein Lebkuchen dann drin versteckt? Oder so? Auch Marzipan. Identisch. Nur ist der weicher. Und der ist crisper. Warum der wohl vergünstigt angeboten wurde? Ganz klar, da löst sich jetzt schon das Päckle auf. Ich hoffe, dass da noch was drin ist. Das ist der After Eight Weihnachtskalender, Adventskalender vom Jahr 2022. London Design Edition. Eine schöne Maserung. Das typische After Eight Geschmäckle. Und hier schaue ich einfach mal, ob man hier einfach reinkommt. Oh ja, das geht sehr einfach, einfach. Aber damit ich euch nicht immer so auf die Folter spanne, mache ich es heute noch einfacher. Wie immer nehme ich euch einfach ein bisschen weiter ran. Geht die Fresserei schon wieder los, ey. Naja. Ich heb mir dann von den Dingern noch was auf für morgen und übermorgen, weil das schaffe ich alles nicht heute. Okay, es ist bestimmt gefüllt. Also muss ich aufpassen. Mhm. Mmh. Weinbrandfüllung. Was macht man mit den aufgehobenen Dingern? Auszutzler, der Bayer jetzt sage. Richtig geil. Dann haben wir hier noch einen Asbach-Kalender. Jo, leck mal doch Marsch. Der bleibt zu. Und da will ich jetzt gar nicht lange Spiele anfangen bei Eierlikör. Oh, das ist schön fruchtfreie Verpackung. Ja. Ich will Punsch aufmachen. Punsch hat mich gleich total angesprochen. Ich nehme euch wieder näher ran. Die haben sich jetzt natürlich nicht viel einfallen lassen können, weil Eierlikör ist Eierlikör. Was das jetzt mit Punsch auf sich hat,
Guck noch mal. Eine Mousse. Schmeckt nach nichts. Schmeckt nach nichts. Oh, Niederegger haben wir doch schon mal gehabt. Ah. Also das soll jetzt mit Ananas sein. Ananasgeschmack. Entschuldigung, ich war out of bisschen durcheinander. Und viel Spaß mit Marzipan. Wow. Junge Vater, das schmeckt richtig geil. Da ist nämlich jetzt der Marzipan untertourig und der, wow, der fruchtige Geschmack von der Ananas. Super lecker. Das ist natürlich jetzt super geil für mich. Also ich bin kein Veganer, aber ich bin Vegetarier. So, das sollte ja jetzt mit Mandel sein. Schon wieder Marzipan. Nein, ist kein Marzipan mit drin. Yay, ach stimmt, ja, wir haben ja vegan. Super geil. Mega nougatig. Ich habe jetzt ein riesiges Ding hier. Und das ist Adventskalender, 650 Gramm, heilige Scheiße. Mit 24 bunten Weihnachtskärtchen. Okay, von, ach du dickes Huhn. Das ist Reber, das ist Reber, das ist Reber, das ist Mozartkugel. Oh wei. Oh ja? Ja, es kommt raus. Och. Ach, scheiße, ist das geil. Das ist so geckig gemacht. Ich bin schockverliebt. Das ist echt zu schade, zum jetzt auspacken. Das lasse ich jetzt erstmal. Ich will das gar nicht rausholen. Oh Mann, wie könnt ihr das so machen? Das ist so... Oh, ja, viel Spaß beim Essen. Hey. Also die Dinge sind definitiv zum viermal teilen und dann genießen. Oh Mann. Ist das nicht herzig? Sowas, auf sowas stehe ich einfach. Ich finde es so goldig. Ich mache das tatsächlich nicht auf, ihr Lieben. Ich werde nicht probieren, weil ich weiß ja, wie das schmeckt. Also, naja, also die normalen. Oh, mit einem Lipizzaner in der spanischen Hofreitschule. Tierquälerei, aber naja, kannst du da nichts machen, ne? Sahne Joghurt und Sahne Nougat und Sahne, ich habe keine Ahnung, Sahne. Oh Mann. Ich muss nur aufpassen, wenn nachher mein nächster Kunde kommt, dass der mir hier nichts raus mampft, weil er da gerade Bock hat und es sieht und es so appetitlich aussieht, Mozartkugeln. Ja, das sind die richtigen, die Originale. Richtig geil. Ich bin geflasht. Also, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Deswegen finde ich auch so unterschiedliche Adventskalender richtig toll. Rosenwalzer. Die Kugel will sich da vermählen mit irgendwem. Das lassen wir mal schön sein. Komm, komm, kommst du da wieder raus? Komm raus. Wow. Das sind auch ein bisschen glattere Verpackungen. Kirschtrüffel. So, fantastisch. Wieder ein Waffeltörtlein, wieder ein Weihnachtswaffeltörtlein. Wow. Kalorienbombe. Schloss Malakoff.
das cool oder ist das cool? Ich finde es schön. Ja, das werde ich nicht auspacken, Leute. Das bleibt erstmal so. Und hier war ein Adventskalender nochmal extra eingepackt und ich habe keinen Plan, was sich da drin verbirgt. Und das hier ist, Schladerer. Boah, geil, Schwarzwälder Hausbrennerei. Und so Kalorien machen wir mal zu, weil das ist nix. Ja? Edle Mischung. Und dann bin ich froh, dass ich nichts mehr testen muss, weil ich habe echt Schokomaul, nennt man das. Wow. Holla, die Waldfee. Lecker. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch von Herzen wieder mal ein schönes Wochenende. Und wer was naschen möchte und in Filderstadt Bernhausen nahe des Stuttgarter Flughafens ist, ja, dann nimmt Kontakt auf und kommt einfach vorbei auf ein Tässchen Tee, Kaffee, Multivitaminsaft, Nesquik, was auch immer ich da habe. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.